Liebe Trader, im heutigen Video möchte ich 5 Bullenaktien vorstellen, die die gestrige Marktschwäche nahezu unbestanden überschattet haben, und hierfür nehme ich mir die Momentum Breakout Matrix zur Hilfe. Wir finden die Matrix im Trading Desk über das Symbol mit den drei Balken und dann an dritter Stelle. Hier finden wir die Matrix und die Matrix ordnet Aktien nach einem ganz bestimmten Prinzip via Gitterschema an. Mit dem Abstand zum Jahreshoch bis maximal 10%, und gleichzeitig können wir hier noch weitere Kriterien vornehmen, wie zum Beispiel, ich möchte anzeigen lassen, dass Aktien nicht nur auf ein Jahreshoch ausbrechen, sondern wirklich ein Mehrjahreshoch, 3 bzw. 5 Jahre. Ein 5 Jahreshoch geht dann schon in Richtung Allzeithoch, oder wir können beispielsweise direkt auch noch die Trendstabilität zur Hilfe nehmen, und gleichzeitig werden wir hier sehr schnell auf neue Branchen bzw. Sektorstärken aufmerksam. Zum Beispiel eine Bechtle-Aktie. Wenn ich jetzt hier mit der Maus über dieses Feld der Bechtle-Aktie gehe, dann bekomme ich gleich grafisch weitere Aktien hervorgehoben, die ebenfalls im Bereich IT-Dienstleister einzuordnen sind. Und so werde ich sehr, sehr schnell auf entsprechende Branchen bzw. Sektorstärken aufmerksam oder kann mir auch hier entsprechend übergeordnete Trendthemen anzeigen. Und gerade wenn wir mal wieder ein paar schwache Tage hatten oder auch manchmal nur einen sehr schwachen Tag haben, für einen Bullenmarkt ist ja charakteristisch, dass wir oftmals auch sehr schnelle, aber dafür eben starke Rücksetzer beobachten. In der ersten Phase werden immer gerne diese überverkauften Niveaus abgearbeitet, abgebaut. Und in der zweiten Phase, ja, zum Beispiel sollten die Indizes jetzt heute sofort wieder Stärke entwickeln, dann kann man beobachten, dass diejenigen Aktien, die sich eben gut gehalten haben in dieser schwachen Marktphase, unbeschadet hervorgehen, dass das dann in der zweiten Phase oft sofort Leader-Aktien darstellen und dass diese dann direkt auf neue Jahreshochs ausbrechen. Und deswegen schaue ich immer gerne nach solchen Korrekturphasen direkt mal in die Momentum Breakout Matrix rein und kann mir hier eben sämtliche Bullenaktien sofort anzeigen lassen. Und 5 dieser Aktien möchte ich jetzt kurz vorstellen. Wir beginnen mit einer E.ON-Aktie, und erstaunlicherweise habe ich auch jetzt einige Aktien auf der Watchlist, die dem DAX 30 angehören. Also hier präsentieren sich einige Titel gut, unter anderem eben eine E.ON-Aktie. Ja, wir sehen, der Titel notiert auf Jahreshochniveau. Wir haben eine sehr schöne neue Aufwärtstrendstruktur über die letzten Monate ausgebildet. Die Talsohle ist hier nachhaltig durchschritten worden nach dieser mehrjährigen Abwärtsphase. Und das sieht jetzt gar nicht schlecht aus, dass hier zeitnah die Trendfortsetzung eingeleitet werden könnte. Wir haben im Oktober ja massive Insiderkäufe zum einen gesehen, und gleichzeitig sehen wir auch gerade, dass das Thema E-Mobility sehr stark an den Märkten gespielt wird, und gerade auch mögliche zukünftige Engpässe bei Strom könnten die Aktie ebenfalls beflügeln. Und ja, wenn hier zum Beispiel jetzt erneut diese obere Range im Tagesverlauf oder in den nächsten Tagen angelaufen werden sollte, dann ist die Aktie auf jeden Fall ein Kandidat für die Long-Seite, eben auch aufgrund dieses bullischen Verhaltens am gestrigen Tag. Den nächsten Titel, den ich auch ganz oben auf meiner Watchlist führe, ist eine VTG-Aktie. Es fehlt noch weniger als 1%. Bis zu einem neuen Jahreshoch, und bei VTG haben wir wieder eine schöne Situation. Zum einen handelt es sich hier um wirklich eine sehr trendstarke Aktie mit einem Trendstärkewert von 2,4, und wir konnten gestern zum Beispiel auch beobachten, wie diese anfängliche Schwäche direkt wieder mit neuen Käufen beantwortet wurde. Das ist ein bullisches Zeichen. Daraufhin ist die Aktie jetzt auch wieder in diese Trading Range, in diese bullische Seitwärtskonsolidierung zurückgekommen. Wir können am deutschen Markt insgesamt weiterhin einen starken Trend unter den Logistikaktien beobachten, und heute hat sogar noch Kepler das Coverage aufgenommen und die Aktie mit Kaufen eingestuft und ein Kursziel von 56 Euro vergeben. Und das ist immer eine sehr schöne Kombination, trendstarke Aktien, die sich jetzt auch in der schwachen Marktphase bewährt haben. Heute kommt positiver Newsflow hinzu, hier könnte zeitnah der Breakout anlaufen, und wenn wir hier eine weitere Stärketendenz beobachten sollten, dann ist auch eine VTG eine direkte Longchance. Wir haben einen weiteren Wert unter den DAX 30 Titeln, und das ist eine Deutsche Post. Auch dieses Konsolidierungsverhalten gefällt mir gut. Ebenfalls schöne Seitwärtsrange wurde hier etabliert. Wir konsolidieren weiter auf bullischem Niveau. Es muss nicht zwangsweise sein, dass die Aktie heute ausbricht, aber diese Titel gilt es wirklich
unter strenger Beobachtung zu führen und eben auf der Watchlist zu haben. Die Deutsche Post gewinnt ja an Innovationskraft. Sie hat sich als führender Anbieter von E-Transporten positioniert. Die Produktionskapazitäten für den Street Scooter werden ausgebaut und der E-Transporter wird dann auch anderen Unternehmen zum Kauf angeboten. Auch wiederum eine Logistikaktie, die von diesem Sektortrend profitiert. Und die Deutsche Bank hat erst kürzlich ein Kursziel von 45 Euro herausgegeben. Ich würde sagen, der nächste Impuls könnte dann auch den Titel zügig in Richtung 40 Euro führen. Die nächste Aktie aus dem DAX mit knapp 2% Abstand zum Jahreshoch ist eine Infineon. Auch hier muss man sagen, weiterhin wirklich ein sehr schönes bullisches Konsolidierungsverhalten. Auf diesen hohen Niveaus, auch hier kann es sein, dass die Aktie sich noch eine kleine Verschnaufpause gönnt, ein weiteres Kräfte sammeln, aber solange dieses auf hohem Niveau erfolgt, ist das wirklich ein bullisches Zeichen. Die Infineon-Aktie ist ja eine der Top-Elektroauto-Aktien. Das ist ein starker Trend aktuell am Markt. Institutionelle spielen diesen Anlagetrend mit voller Überzeugung. Und Anfang der Woche hat ja ein Buy-Rating von Merrill Lynch für Aufmerksamkeit gesorgt. Man hat ein Kursziel von 29 Euro ausgesprochen und im Best Case sieht man nicht nur ein Ziel von 29 Euro, sogar von satten 47 Euro, da Infineon von E-Mobilität und der Automatisierung im Fahrzeugbau profitiert. Ja, also spannendes Trendthema, überzeugende Price Action, auf jeden Fall Strong Watch. Und abschließend noch eine Wacker Chemie, auch hier knapp 2% vom Jahreshoch entfernt. Und hier, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Dieser jüngste Einbruch wurde wieder wettgemacht. Wir können hier mit einem neuen Swinglow argumentieren. Und bei Wacker Chemie ist ja die Story, dass der Konzern an Lithium-Ionen-Batterien mit Silizium-basierten Anodenmaterial arbeitet. Die Kapazität lässt sich damit deutlich steigern. Erste Produkte könnten 2018 bzw. 2019 auf den Markt kommen. Das sorgt vor dem Hintergrund des Booms bei Energiespeichern für Elektroautos oder für erneuerbare Energien für Wachstumsfantasie. Die Experten von Mindfirst haben hier zuletzt das Kursziel auf 161 Euro angehoben und mit Outperform eingestuft. Auch das sieht wirklich gut aus. Jahreshoch, wie gesagt, in greifbarer Nähe. Im Idealfall sehen wir jetzt hier auch noch in den nächsten Tagen noch eine kleine Verschnaufpause. Aber wenn der Gesamtmarkt bereits wiederum wirklich Fahrt aufnehmen sollte, dann könnte auch dieser Titel hier zeitnah durchstarten. Deswegen am besten hier knapp unter dem Hoch direkt mal einen Alarm im System platzieren. Somit sind wir dann entsprechend vorbereitet und können auf Stärkeimpulse sofort reagieren.